Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei der Weißen Edition im Wendelberg. Bei einem wilden Pokémon neben einem Wanderer. Ein Petsnief. Wir haben dich leider schon, Petsnief. Wir haben dich leider schon. Ich werde trotzdem mal so ein bisschen Ausschau halten, was man so für Viecher hier finden kann. Ja, wenn ich vom Felsen umgeben bin, dann geht's mit meiner Motivation bergauf. Ja, ist doch schön. Wir sind ja auch ganz oben auf dem Berg. Kein Wunder, dass du hier auf der Etage bist, Helge. Pflegneu. Ey, und ich denke mir extra, gut, mit Eisli ist das halb so wild. Wenn du hier einem Wanderer gegenüberstehst, der wird sicher eh Gestein- oder Boden-Pokémon haben und dann kommt der einfach mit Pflegneu um die Ecke. Halb so wild, aber trotzdem nervig. Hinfort mit dir. So. Ich sagte, hinfort mit dir. So, okay, den haben wir. Als nächstes kommt ein Sedimantur. Dagegen habe ich nichts. Ich mache erstmal Laubklinge. Sicherheitshalber nicht, dass hier gleich noch eine Eisenabwehr kommt. Auch wenn da natürlich die Robustheit kommt. Aber ist ja in dem Sinne eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man hier dann die Punkte abzieht. So, das war das. Und Strepoli als letztes. Das ist auch in Ordnung. So, Laubklinge. Und hinfort mit dir. Ah, ja, gut. Ist in Ordnung, du darfst auch noch ein bisschen überleben. Jetzt aber Grasmixer und weg damit. Strepoli erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an Buggy den Clown. Ich kann mir nicht helfen. Auch wenn ich verliere, geht's mit meiner Motivation bergab. Du findest mich gleich am Grunde des Wendelbergs. So, ein Hypertrank. Schön. Und ein wildes Pokémon. Frigometri. Okay. Ein neues Pokémon und ich glaube auch so ziemlich das letzte neue, was wir hier finden werden. So viel Neues gibt es, glaube ich, auf dem Wendelberg gar nicht. Dadurch, dass wir das Petsnief schon davor bekommen haben. Aber wir gucken einfach mal. Ich laufe noch so ein paar Meter rum und dann wird irgendwann wieder ein Schutz eingesetzt. Ernsthaft? Ernsthaft? Das hat dir nicht gereicht? Ja, wir haben keine Statusveränderung, Frigometri. Da brauchst du hier gar nicht so zu tun. Als wärst du der große Held der Geschichte, weil du Dunkelnebel eingesetzt hast und alle Statusveränderungen entfernt hast. Was stimmt denn nicht mit dir, Junge? Säurepanzer? Ja, booste schön deine Verteidigung. So. Du bist ein blödes Gesicht. Also, hinfort. Geh und bleibe im Ball. Da stimmt doch irgendwas nicht mit dem Biest. Noch kein einziges Mal gewackelt. Obwohl ich es ausnahmsweise schon mal angeschwächt habe. Was bist du? Das Ultra-Frigometri vor dem Herrn? Oder hat Weißnebel dich vom Pokéball geschützt? Einmal. Das ist ja alles nicht der Rede wert. Jetzt kommt ein Aurora-Strahl. Ich wechsle mal ganz kurz Pokémon. Ich gehe mal auf Hagendash. So, und dann beschleunige ich die ganze Sache hier mal ein bisschen. Entweder es klappt oder es klappt nicht, aber das gucke ich mir jedenfalls nicht viel länger an. Obwohl es nicht sehr effektiv ist, zieht das gar nicht mal wenig ab. So, ich probiere mal Timerball. Jetzt sind ja inzwischen schon ein paar Runden vergangen. Hey, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Warum muss denn so ein blödes Viech derart Terror schieben? Frigometri, Kristall. Es fängt seine Beute mit Ketten, die sich aus Eiskristallen zusammensetzen. Entstanden ist es aus einer Schneewolke. Nein, du kriegst keinen Spitznamen. Und selbst wenn ich dich im Team hätte haben wollen, wenn ich geplant hätte, dich ins Team zu nehmen, dann wärst du jetzt ausgeschlossen. So. Was ein Viech.
So, und ja, Eisli geht zwar nicht gut, aber... Außer gegen sie die Mantur. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich ist das gut, damit sich Notdünger aktiviert. Aber wenn es gegen sie die Mantur kämpft, dann wäre das ziemlich blöd. Ich heile Eisli einfach mal wieder hoch. So. Radar wird wieder ausgepackt. Wo müssen wir entlang? Da könnte man raus. Ich gucke einfach mal hier raus. Hier gibt es auf jeden Fall die Asttrainerin. Ist hier die Mantur. Auch eher langweilig. Ich redete zwar von Sedimantur, aber eigentlich meinte ich Sedimantur von Pokémon-Trainern und nicht von dir, mein Freund. Aber ist in Ordnung, dass du dich angesprochen fühlst. Na, guck mal, hier haben wir nur sie. Na komm, dann besiegen wir dich auch schnell. Es ist ganz natürlich, mit den Pokémon zusammen zu sein und sie in Kämpfen antreten zu lassen. Wenn du willst, können wir uns dieser These aber gerne im Kampf vergewissern. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, aber wir können gerne gegeneinander kämpfen. Auch ohne diese These, Audrey. Gelatropo. Kommt mir irgendwie bekannt vor, das Biest. Das habe ich schon mal gesehen. Ich bin übrigens gespannt, wann sich Gelatropo... Jetzt bin ich übrigens gerade ganz kurz davor gewesen zu spoilern. Ich bin übrigens gespannt, wann sich Gelatropo entwickelt. Denn jetzt habe ich gespoilert, Gelatropo kann sich nochmal entwickeln. Gelatropo ist nicht in seiner finalen Form, so wie es ist. Ja, und ich bin eben gespannt, wann es soweit sein wird. Da kommt erstmal ein Hypnomorba. Da ist der Partner von Mitodos. Den wir noch in der letzten Folge besiegt haben. Bei dem Arzt. Schmeichler, ja, erhöhe unseren Spezialangriff. Supi. Oh. Und hinfort mit dir. Oh. Supi. Und last but not least. Ach, du hast einen Mitodos. Hier gibt es einfach zwei Mitodos. Ja, wenigstens passt das alles. Und du triffst das Mitodos bitte. Wunderbar. Ist halt auch grün. Es hätte eine größere Herausforderung werden können, Mitodos zu treffen. Aber hat alles gut geklappt. Ich für meinen Teil bin sehr froh, die Pokémon an meiner Seite zu haben. Ich kämpfe einfach so gern mit ihnen. So. Dann kannst du aber gerne weiterkämpfen. Ich gehe wieder rein. Ist mir zu kalt draußen. Brr. Sogar schulterfrei. Und dann muss ich die ganze Zeit draußen rumrennen. Nee, nee, das mache ich nicht auf Dauer mit. Oh, ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon bei Kämpfen fühlen. Ich bin immer ein Vollblutkämpferin. Das bin ich. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast, Vollblutkämpferin. Du hast es sicher Linfu oder so. Jutesto hast du, okay. Das dicke Judo-Ding. Ah, das erinnert mich sehr an das Frigometri von gerade eben. Das wollte ich auch nicht in den Ball. Das Jutesto damals bei Septerna, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Das ist schon einige Zeit her. Au. Ich habe nicht gedacht, dass ich so wenig Damage mache. Aber jetzt aktiviert sich Notdünger, also im besten Fall... War's das jetzt mit dem Jury-Testo? Wunderbar. Tschüssi. Und Level 41. Verliere ich, wenn ich mit meinem Pokémon, verliere ich dann mit meinem Pokémon zusammen. Deswegen bin ich eine Vollblut-Trainerin. Irgendwie so war das. Okay. Die Etage haben wir damit fast. Da unten haben wir noch einen Bergarbeiter. Bei der Arbeit geben wir unser Bestes. Das ist meine Lebensweise und die meiner Pokémon. Ja, wunderbar. Dann gebt mal euer Bestes und zeigt mir, was ihr könnt, Blake. Ja, genau vor diesem Pokémon habe ich nicht Angst, aber genau das macht eben die Tatsache kaputt. Ich probier's trotzdem. Vielleicht macht's ja nur Eisenabwehr. Ja, Robustheit. Juwelenkraft. Okay, das war's mit Eisli. Schade. Nein, Eisli hat überlebt. Schön. Ja, supi. Gut gemacht, Eisli. Ja. Und ein Stalobor. Das könnte schneller sein, aber ich riskiere es einfach. Ne, ist nicht schneller. Supi. Tschüss, Stalobor. Yes. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht reicht. Notdünger macht halt schon einiges.
Wir haben unser Bestes gegeben und nun dieses Ergebnis. Ja, manchmal ist es halt nicht so leicht. Okay. Da hüpft gleich jemand raus. Wir kennen solche... Warum benutze ich eigentlich immer dieses Itemradar, wenn ich eigentlich gleich nochmal ins Inventar möchte? So, ich heile Icely mal so ein bisschen an. Einfach, dass wir mehr als einen Angriff überleben. Und dann kommt Hagen Dash nach vorn, damit sie auch noch ein bisschen trainiert werden kann. Okay, da ist nichts drin. Hier ist ein Item drin. Supi. Dann ist da doch ein Trainer drin. Oh, hier geht's noch weiter. Ah ja, wahrscheinlich geht's da einfach nur auf die nächste Etage. Hi, Trainer. Ja, ich kenne dich doch. Ich bin die Nummer 2 hier im Wendelwerk. Die Nummer 2? Wer ist denn dann die Nummer 1? Und was hat die Nummer 2 so für Pokémon? Fletiamo. Das einzige Blöde ist mal wieder, dass unser kleines Hagendash langsamer sein wird. Und da kommt eine Spezialverteidigungserhöhung. Ich hätte Lawine nehmen sollen. Nee, es reicht. Supi. Tschüss, Fletiamo. Spitze. Sieht so aus, als wärst du ab heute Nummer 2. Und ab jetzt werde ich in meinem Leben als die Nummer 3 im Wendelberg fristen. Nun zu deiner Information. Die Nummer 1 ist Turner, der Arenaleiter. Dann bin ich ja die Nummer 1 am Wendelberg. Turner habe ich ja schon lange besiegt. Na gut. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass er Turner meint. Aber hätte ja sein können, dass es irgendwas Interessanteres ist. Ein Schritt? Einen? Wow. Okay, ich werde es aufgeben. Wir haben schon so oft die gleichen Pokémon jetzt getroffen. Also so oft in Anführungszeichen. Aber so in den letzten 5 Minuten haben wir schon vereinzelt immer wieder dieselben Pokémon. Oder immer wieder die gleichen Pokémon. Dem bin ich mir nicht ganz bewusst, was es genau ist. Aber trotzdem getroffen haben wir sie und nichts Neues dabei. Deshalb, ich schütze erstmal mich und meine Interessen. Und vor allem das Interesse, dass ich nicht von irgendwem gestört werde. Na, da ist es drin. Okay. Sehr gerne. Jetzt gibt es hier nichts weiter, aber natürlich ein Dude. Der Wendelberg verändert sich mit jeder neuen Jahreszeit und ich, alter Knochen, verändere mich mit jedem Kampf. Da vermutlich, weil du beim nächsten Kampf dann wesentlich weniger Pokémon dabei haben wirst. So, Sedimantur. Sedimantur ist halt echt scheiße. Das ist so nervig mit der Robustheit. Katapult, ja, mach's gut, Gelatvino. Gelatropo. Ein Angriff. Wir überleben nur einen Angriff. Beim zweiten ist Hagendash besiegt. Das ist doch nervig. Ja, jetzt kommt hier schon wieder das nächste Sedimantur. Das ist doch nervig. Wer will denn das, Icely? Ich switch zu dir. Warum ich nicht gleich geswitcht habe, weiß ich auch nicht. Wenn du jetzt Eisensteinhagel, okay. Hätte echt erwartet, dass er eventuell Eisenabwehr benutzt. Und dann wäre ich nämlich ziemlich abgefuckt gewesen. So, ja, Robustheit. Genauigkeit sinkt, dadurch trifft der Steinhagel nicht mehr, das ist wenigstens eine gute Sache. Da kommt die Eisenabwehr. Aber später, als es mich ärgern würde. Jetzt an der Stelle finde ich die Eisenabwehr eigentlich sogar ziemlich praktisch, dann kriegen wir wenigstens nicht noch ein bisschen Damage. So. Okay, das war das Sedimantur und noch ein drittes. Supi. So. Grasmixer. Eventuell wieder runter mit der Genauigkeit. Yes. Da kommt die Eisenabwehr. So, booste dich ruhig, wie du möchtest. Du kannst so eine Verteidigung haben, wie du willst, aber einen Lebenspunkt werde ich dir mit Sicherheit abziehen. So, tschüss, mein Freund.
Hallo 42. Hey, gegen einen Erwachsenen könntest du dich ruhig etwas zurückhalten. Ja, hätte ich gekonnt. Habe ich nicht getan. Wollte ich auch nicht. Juti. So, und schaut mal, damit haben wir die erste Etage abgeschlossen. Wir sind nun auf der zweiten Etage angelangt. Also, eher, wir haben die vierte Etage abgeschlossen. Was hat es hiermit auf sich? Ach, das war das. Warte mal, da unten schon, ja, ne? Bin gerade ein bisschen irritiert. Nee, hier geht's nämlich raus. Das ist so die ultimative Abkürzung. Warum setze ich das Fahrrad ein? Ich bin selber ein bisschen verwirrt. Stimmt, ich hätte hier runterhüpfen können und hab's nicht getan, ne? Das ist es. So. Na gut. Ich wollte einmal ganz kurz zu ihmchen hier, wenn wir eh schon da sind. Dann machen wir einen kurzen Stopp bei Mr. Dr. Mann. Und gehen dann weiter auf dieser Etage. Hier sind wir rausgekommen. Das heißt, hier drüben geht es wieder hinein für uns. So, und als nächstes kommen wir dann regulär zum Doktor. So wie es ausschaut. Oh, Superschutz. Und Itemradar. Brumm. Ach so, ja, da ist es. Elixier. Natürlich. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestählt und schlägt kräftig zu. Dann zeig mir, wie du zuschlagen kannst. Und ich hoffe, du hast einfach keinen Sedimantur dabei. Dejan mit Stahlobor. Ah, das ist genauso kacke. Das... Gibt's denn hier nichts, was Hagendash einfach mal so besiegen kann? Ich trau's Hagendash nicht zu. Da wird gleich irgendeine Stahlattacke kommen und dann war's. Oder ich glaube, Schlitzer reicht wahrscheinlich auch schon. Doch nicht? Hä? Stahlobor ist so ein starkes Pokémon und das macht so wenig Damage? Okay, aber... Du, ich bin glücklich. Mein Team wurde durch die Arbeit gestellt, daran ändert selbst meine Niederlage nichts. So, und das AP Plus gönne ich mir auch noch. Supi. Dann haben wir hier unten noch ein Nugget. Und müssen jetzt erstmal gegen den Typen hier kämpfen. Ah. Und noch ein Beleber hinterher. Schön. Oh, da ist gar nichts drin. Ich habe mit dem Gegner gerechnet. Supi. Dann haben wir das. Und jetzt wenn wir hier auf der Etage und bleiben da. Und das heißt, wir müssen hier wieder rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. Hier müssen wir wieder rein. Ne, hier müssen wir nicht rein. Ich glaube, das Tatsächliche ist damit... Komm, Spaß ist halber, damit wir das ordentlich machen können. Datum ändern. Automatische Uhrzeit aus. Wir haben jetzt Frühling. So, genau, guck mal, das Ding hier ist verschüttet gewesen. Das hier war verschüttet. So, die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt die Uhrzeit wieder richtig einstelle. Oh, ich stelle sie einfach wieder richtig ein. Mal gucken. Witzig. Okay, sehr, sehr witzig gemacht. Ah, das heißt, hier fehlt ja ein komplettes Ding. Naja, gut. Ich stelle es wieder zurück. Wie gesagt, ich will euch gerne alles zeigen, was ich euch zeigen kann. Und deshalb auch hier dieses Abteil. So. Dann einmal ganz kurz den Schutz aktivieren.
Da wollen wir nicht runterhüpfen. Und hier haben wir einen Wanderer. Guck mal, den hätten wir sonst nicht besiegen können. Warum graben wir Löcher und warum kämpfst du mit deinem Pokémon? Diesen Fragen will... Nein, muss ich auf den Grund gehen. Ja, dann geh den Fragen doch einfach mal auf den Grund. Ich habe da kein Problem mit. Geh ruhig und geh auf den Grund. Ne, Flegneul? Du siehst das auch so. Du willst auch, dass dein Chef geht. Damit das alles schön erledigt ist. Doch, Eissturm. Eisstrahl. Und Fletiamo als zweites? Ne, Sedimantu als zweites. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen. Das tierische Kotzen. So, vielleicht wirst du ja eingefroren. Nö, warum auch? Au. Spiegelsalbe. Wenigstens so reicht es. Okay. Sedimantur, hinfort. All deine bisherigen Erfahrungen, ist das die Grundlage deines Kampfes? Irgendwie schon, würde ich denken. Oh. Okay. Hier haben wir einen Hyperball. Hier haben wir 100 pro noch ein Item. Doch nicht? Hier unten irgendwo. Ah, oh, erstmal ihn mit seinem Karadonis. Sag nichts. Ein Kampf sagt mehr als 1000 Worte. Und 1001 Wort sagt mehr als ein Kampf. Nenn mich Ismail. Nein, ich nenne ihn Ismail. Ihr braucht mich nicht Ismail zu nennen. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen seltsam. So, Hagen. Nicht lang fragen, Hagen fragen. Nee, nicht verzagen, Hagen fragen. Man kann auch eher Hagen fragen, als dass man sich selber irgendwelche komischen Sachen fragt. Aber ich labere hier schon wieder so einen Stuss zusammen. Supi, das hat gerade so geklappt. Akrobatik! Tschüss, Karadonis. Das hätte Hagen sicher nicht überlebt. Okay, hier nichts, da nichts. Da nehme ich das Protein mit. Und da nehme ich den Bergarbeiter mit. Meine Pokémon lieben die Mineralien, nach denen hier geschürft wird. Heiße Pokémon-Kämpfe natürlich auch. Alter, deswegen ist ja auch Frühling. Damit es hier richtig schön warm wird. So, Sean mit deinem Strepoli. Achso. Hagen hat es einfach nicht einfach. Der wird es später einfacher haben. Aber gerade ist Hagen eigentlich echt ein kleines Problemkind. Protzer, schön. Supi, damit komme ich sehr gut klar. Oh, hinfort mit dir, Strepoli. Oh. Wunderbar, Sedimantur. Hurra, eine Freude auf ganzer Linie. Eisley, du bist dran. Ich bin ein bisschen verzweifelt, was diese Sedimantur hier angeht. Grasmixer, bitte. Aber inzwischen ist es ja bei jedem Stein-Pokémon, also bei fast jedem Stein-Pokémon so. Da ist egal, ob Sedimantur oder Kleinstein oder. Robustheit ist einfach, wenn man dagegen kämpft, eine sehr unpraktische Fähigkeit. Du hast mich besiegt, das geben selbst meine Pokémon zu. Ich glaube, die sind zu besiegt, um irgendwas zuzugeben. Aber schönen Dank, dass du es versuchst. Oh, wir sind schon ganz unten. Wir sind schon ganz unten, das irritiert mich ein wenig. So, aber dieses Haus hier gibt es im Winter sonst nicht. Aber das lohnt sich auch nicht, wie man sehen kann. So, da komme ich nicht hoch. Da komme ich, glaube ich, dann nur im Winter nach oben. Hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, das hier wäre rein theoretisch der normale Weg. Und hier unten gibt es noch so ein kleines... noch so ein kleines Extra-Höhlchen. Suche dort, wo nichts zu sein scheint und du wirst Unerwartetes finden. Der Typ gibt einem mir, glaube ich, Fossilien in Schwarz und Weiß 2, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin. Ja, hallo Sedimantur. Und hier haben wir einen Eisstein, falls ihr den gerade schon gesehen habt, bevor uns das Sedimantur angefallen hat.
einen guten alten Eisstein. So, ich mache eben nochmal schnell einen Superschutz an. Berührst du einen mit einer Eisschicht überzogenen Felsen, erstarrst du selbst zu Eis. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Würde ich trotzdem nicht empfehlen. Zumindest nicht mit der Zunge. Und sollte man irgendwie ein Evoli besitzen, kann man selbstverständlich hier ein Glaziola daraus machen. So. Genau das bringt dieses kleine Ding hier. Und ich werde ganz kurz wieder das richtige Datum einstellen. Ach, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ein Kampfjuwel. Na gut, ich nehme es mit. So, Winter is coming. There it is. So, und ihr seht, alles zugeschneit. Und hier käme man sonst nicht rauf. Das hier ist... Was ist das hier? Ein Metallmantel. Guck mal, das ist auch so ein Ding, nur im Winter zu erreichen. Schick, schick. Ja, und hier ist wieder der eigentliche Weg versperrt. Der war ja hier irgendwo, ne? Okay, ja, gut. Ich verstehe. Der war da irgendwo und dafür gibt es hier im Winter den Eingang. Das ergibt alles Sinn. Na gut, dann lasse ich mich nochmal ganz kurz verarschen von ihm. Und Freunde, dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und wir gehen dann beim nächsten Mal Richtung Shireen durch diesen Eingang hier. Und dann sollten wir den Wendelberg auch schon fast komplett gesehen haben. So oder so, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!